Und da sind wir wieder bei der neuen Folge von Super Metroid. So, wir stehen da gerade vor einer Tür mit einem Endgegner. Und ja, schauen wir mal, wer uns hier erwartet. Oh, an den kann ich mich erinnern. Eigentlich ist der super schwer, aber man kann ihn leicht besiegen. Wo ist er? Bam bam ba ba bam bam ba ra bam bam ba ra bam bam. So. Vorbereitung abgeschlossen und da ist er. Jetzt! Und erledigt. So. Wie gesagt, eigentlich ist er super schwer und ich wüsste nicht mal, wie ich ihn normalerweise besiege. Also, normalerweise. So ist er auch ja. Normal besiegbar mit der Weise. Aber, weiß nicht. Irgendwie hätte man ihn auch zerstören können. Oder so. Aber, man muss einfach nur mit den Grapplook an eine dieser freien elektrischen Stellen machen und dann einfach den elektrischen Leiter spielen. Und was haben wir hier? Space Jump. Was ist das nochmal? Ah ne, Moment. Das ist der, ich glaube, das ist der Vorläufer zum, zu Screw Attack, oder? Moment. Ja, ja. Und damit meine ich, ist der Grapplehook obsolet. Weil mit dem kommen wir überall hin. Kann man unendlich oft springen in der Luft. Nur das Problem ist halt, er ist ziemlich schwierig auszuführen, weil man, wenn man nicht immer drückt, dann kann es sein, dass er halt aufhört. Schau, und da konnte ich zum Beispiel jetzt nicht mehr A drücken. Ich muss nämlich immer im richtigen Timing A drücken, sonst ist diese dieser Mehrfachsprung nicht obsolet, aber nicht mehr ausführbar. So, speichern wir das Ganze. So, was sagt denn jetzt die Karte? Dass da unten auch noch etwas ist. Vielleicht ein Geheimgang oder so. Das werde ich mir noch ansehen. Und links, dieser blaue Bereich ist auch noch zu entdecken. Aber ich glaube, links war es nur versperrt durch eine graue Tür. So, jetzt reicht's mir aber. Mal schauen, ob jetzt diese graue Tür offen ist. Ja, sie ist offen. Aber ich werde trotzdem mal hier nach unten schauen. Ich glaube nämlich, hier ist ein geheimer Bereich. Ja.
Das wollte ich nicht. Oder? Aha. Wieder Speeder. Willst du mich verarschen? Oh, das wollte ich jetzt nicht. Wie komme ich denn bei denen vorbei jetzt? Ach so, jetzt habe ich's. Aber trotzdem muss ich die ja irgendwie besiegen können, oder? So zumindest mal nicht. Vielleicht ja mit einer Superrakete? Nee, die sind zu gut geschützt. Selbst wenn sie ihre Mäule aufmachen, kann ich sie nicht erledigen. Na egal, ich kann ja... Oh shit. Ich kann ja jetzt zumindest durch die Tür. Aha. Außer Raketen ist hier also nichts. Schade. Oder ist hier irgendetwas noch? Nee, nee. Na dann gucken wir mal, was wir hier haben. Au. So. Vorsichtig, weil ich weiß, dass da unten Stacheln sind. Oh! Das meine ich. Wenn ich das Timing nicht finde, dann führt er den Doppelsprung nicht mehr aus. So, da sieht es so aus, als wäre hier irgendetwas. Ist es aber nicht. Ne, da ist nichts. Ah, da war es vorher versperrt. Ich erinnere mich. So, jetzt schaue ich aber trotzdem nochmal hier runter, weil da ist, wie gesagt, noch etwas blau. Oder nicht? Ich schaue da oben, weil sonst müsste ich runter und dann wieder rauf. Deswegen erstmal nach oben. Kein Sensor. Den kleinen blauen Flecken werde ich auch noch erkunden. Auch wenn da nichts ist. So. Ah, wahrscheinlich war das vorher auch verschlossen, ne? Oder gar nicht erreichbar anscheinend. Alter. Ne, dreh dich. Nee, 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 nee. Oh. Boah.
Also dieses Timing zu finden, vor allem in so großen Höhen, ist schon schwierig. Vor allem, man muss sich ja immer links und rechts bewegen, weil sonst ist da ja die Drehung weg und dann kann ich es nicht mehr ausführen. So, jetzt aber. Vielleicht hätte ich es auch ohne den Jump hierhin geschafft, aber mit dem ist halt einfacher. Was ist denn das? Irgendwie sieht es mir verdächtig nach Falle aus. Ist aber keine. Nein. Nicht zu besiegen. Die Typ ist. Alter. War da nicht vorher noch einer an der Wand? Ich schaue nur, ob hier etwas ist. Aber ne. Da sind viele an der Wände, an den Wänden. Geh weg, du. Plasma Beam. Ah, wahrscheinlich werde ich jetzt die besiegen können. Oder auch nicht. Oh. Vielleicht doch. Ja, na gut, da ist nichts. War wahrscheinlich vielleicht noch zeitverzögert oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, die haben mir jetzt schon ziemlich fett gegeben. Aber okay, jetzt bin ich um den Plasma-Riem, nicht Plasma-Riem, Plasma-Beam natürlich reicher. Eigentlich kann ich mich hier auch heilen? Bei denen hier sind immerhin ein paar Gegner. So, 194 Energie noch. Okay, ich glaube, die 29 bekomme ich auf dem Weg weiter auch. Vielleicht verliere ich sie aber auch. Nee. Kann ich da runter? Nee. Da ist nichts. So, dann würde ich sagen, gehen wir da runter. Und entdecken den letzten blauen Fleck. Ah.
So. Na schade, ich dachte, ich könnte jetzt hier noch nach links und auch dort den blauen Fleck erkunden, den ich vorher ausgelassen habe. So. Nach rechts geht's eigentlich auch noch. Das ist nur nicht angezeigt, weil ich damals aus irgendeinem Grund nicht weiter konnte. Das werde ich mir mal ansehen. So, jetzt ist dieses Gebiet kein Problem mehr für mich. Oh, oh shit, oh. Al. Warum springt er nie? Moment, ich glaube, ich weiß warum. Okay, jetzt weiß ich's. Man kommt nur von der anderen Seite aus hier hin. Aber was ist die andere Seite? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben, wo ich das letzte Mal gesagt habe, da ist halt irgendwie Sackgasse, dass da auf jeden Fall was ist. Aber das werde ich jetzt nicht erkunden. Wenn ich kurz vor den ganz letzten Endgegner bin und ich gnädig bin, naja, gnädig. Ich sag mal, wenn die Motivation hält, werde ich einen 100% Run machen, also werde ich dann noch alle Gebiete erkunden und so. Sollte eh nicht zu lange dauern. Und dann kann ich ja schauen, wie das da gemacht wird. So. Kann ich den irgendwie hoch? Nö. Entweder hier hoch oder links weiter gibt es einen Geheimgang. Ne, da ist nichts. Also muss es links weiter einen Geheimgang geben. Jetzt bin ich wieder in den Sand. Ich weiß jetzt auch schon wieder, wo ich bin. Hier geht's nicht weiter. Shit. Oder vielleicht doch. Wenn ich da runtergehe, ne? Aber. Moment. Ja. Ne. Ein paar Sekündchen haben wir noch da. Gehen wir da runter. So. Bam. Oh, shit. Das war jetzt eine Superrakete zu viel. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kann ich schauen, ob hier irgendwo ein Geheimgang ist. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Für heute soll es mal genug sein. Jo, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und
Wir sehen uns dann morgen wieder bei einer neuen Folge von Super Metroid. Ciao, ciao!